Spottstreifen. Okay. You there! What are you doing? If you wish to have words, come closer. Ulrich's daughter has a nicer feel. More lived, more built up. Ah, it's not that bad here. Are you one of Harald's men? I am. The king wishes to make a survey of the land he now rules. Nothing more. Let me ask, are you one of the conquered? Did Harald take your lands as well? No. My family has lived under his banner since the days of his father, Halfdan the Black. Well, welcome to Thornburg, warrior. Das Gefühl, dass das, also da die alle rot gekennzeichnet sind, dass es mit denen nicht gut ausgehen wird. Can I interest you in a game of Orlok? Nee, nicht nochmal. Nee, nee. It's Eivor. Open the door. Come in, but keep your voice down. You will alert Harald's men. Sigurd, bist du? Where will we live? The English will fight back. The wars will never end. Or they will push us into the Christian ways. Hi. Quiet all. Jo. Give me a chance to speak. Okay. 2 days ago, we rid this land of Kurtve and his dogs. Yet today, we do not celebrate. Today we cower under a cloud of fear. But it need not be like this. We are not the heel-trodden subjects of a boy king. We are the Raven Clan. Our destiny is our own. Did you know about your father's oath to Harald? I did not. And for that, my anger burns hotter than any man's here. But I will not let that drive me into despair. We cannot stay in Norway. Not under Harald's boot. Not without fueling more war. So we push forward to newer lands. To England. And there ah, may so. A kingdom of our own. The sons of Ragnar Lothbrok have been in England 8 winters already. Is there any land left for a clan of our size? More than enough, wife. Of the 4 kingdoms of England, only one is truly pacified. I have no desire to wear Harald's leash. I like this idea. A saga for the ages, I agree. It will take time and resources to build ourselves a new home, but the riches taken from Kjotve's raid would suffice. No. That belongs to my father, as a fair compensation. In England, we must start anew. You would start us with nothing? In a land we do not know? Among people who hate us? Kjotve's riches would go some way to easing our passage, Sigurd. I bested him. It is within my rights to claim his goods. Our leaving must not be an assault on my father. It is a time of renewal for us. If we go, we will need all the help we can get. I say we take Kjotve's spoils for our own. I abhor such theft. But if this is what it takes to sway you to my cause, I accept. Styrbjörn will prosper by the generosity of his new king. Kjotve's goods belong to us. No. To England, then, before the day is out. Pack what you need, but no more than that. And tighten your lips. The last thing we need is the attention of Harald's troops. Okay. How much did you hear? Enough. A new path is revealed, and your journey will be challenging. Will you not join us? For my mother's sake, I cannot. But our threads will cross again before the final day. Until then, farewell. Okay, das bedeutet, dass wir die Map verlassen, nehme ich mal an. Huh. Frage ist halt, ob wir zurückkommen können oder nicht. Da ich das nicht weiß, speichern wir gerade mal kurz. Damit ich, falls wir nicht mehr zurückkommen zu der Map und die ganzen Geheimnisse etc. pp. Hier liegen lassen, was ein bisschen doof wäre. Ja?
wie halt jetzt wir zurückkommen können. Und die einsammeln können nochmal. Aber ich glaube schon, dass wir zurückkommen können. Das wäre sonst irre, wenn nicht. Okay. Wir sammeln noch ein bisschen ein. Hä? Nein. Gefühl, weil ich eventuell befürchte, dass wir nicht mehr hinkommen. Und das wäre kacke. Ich hasse das vor allem hier. Geh da hoch jetzt. Manchmal ist das komplizierter als es ist. Ich finde das Outfit vor allem mit der Kapuze eigentlich authentischer als ohne, deswegen ziehe ich jetzt schon gar nicht mehr aus. Aha, okay. Yeah, okay. I get it. Auf zu schleichen. Müsste jedoch wieder rutschen können, oder? Yes. Sehr gut. Runter da. Traut Meter in diese Richtung. Uiuiui. Manche Abgänge sind nicht das richtige Wort. Abstiege sind ein bisschen easy. Okay, jetzt gar kein Tor mehr zu haben, ist irgendwie weird. Auf jeden Fall irgendwas am Wasser. Oder im Wasser sogar schon. Eventuell. Ja, okay. Wow. Hätte mir auch einen besseren Abstieg wünschen können. Oder ausprobieren. Oder so. Aussuchen können. Es wäre, glaube ich, einfacher gewesen, mit dem Schiff hier hinzufahren, um ehrlich zu sein. Aber, alter Vater. Dafür ist es jetzt zu spät. I get that. Okay. Ed könnte gleich laufen, hier runterzukommen. Muss ich noch? Hell no. Nächstes Mal, wenn sowas pur nah am Ufer ist, nämlich ein Schiff. Hab ich gedacht, dass die Klippen hier so heftig sind. Bin ich jetzt... Ja, ich bin fast unten. Oder auch nicht. I don't like this. But we'll try it. Oh.
Davon habe ich keinen Schaden genommen. Das ist ja... interesting. Boah, Unterwasser, die Steuerung ist halt echt Krebs, ne? Du musst untertauchen. Was? Da. Wait, what? Ah. Ich häng fest. Ja, festzuhängen. Eine Maske, ey. Was ist das mit den Masken? Hab ich irgendwie den Memo nicht bekommen? Uff. Okay, das war die nächste Maske. Verlass das Landhaus. I see, I see. Noch weiter weg da hinten ging nicht, oder? This water. Das war ja ernst. Wow. Run up the sail! Gut. Ich meine, noch weiter weg hätten die nicht parken können. Und auch nicht dürfen. Also, dass ich gestorben wäre, aber ansonsten. Ja. Gucken wir doch mal. Alter, das Licht ist so schön. Gott. Kann ein Schiff eigentlich kaputt gehen. So, dann gucken wir doch mal. Bei dem verlassenen Landhäuschen. Scheint sogar wirklich verlassen zu sein. Ymir was killed. Ernias Tagebuch 4. Die Wölfe, die ihn mir holten, sind nun auch meinetwegen gekommen. Verlauste Köter. Sie haben meine Fallen überwunden. Ich höre sie an der Tür. Ich erinnere mich nicht, wann ich zuletzt aß, doch der Blutrausch gibt mir Kraft und bald trinke ich das ihre. Ich werde viele dieser Viecher mit mir nehmen und auf ihrem verzweifelten Geheul nach Valhalla reiten. Wölfe, sagst du, ja? Is anyone home? This is not a natural quiet. It's as if a curse has befallen this place. Ormir and Ymir. Wonder where they've gone. Ernias Tagebuch 1. König Harald mag keine Gedichte. Es verlangte ihm nur nach dem aufgeblusterten Geschleime niederer, mettgeschwängerter Skalden. Er kann mich aus seinem Haus verbannen. Doch wird er meine Saga von König Harald dem Ungerecht nicht verklingen lassen. Man wird sie noch hören, lange nachdem sein Knochenstaub die Erde genährt hat. Doch zuerst müssen wir jagen, Ymir und ich. Und des Nachts, wenn unsere Bäuche voll sind, werden die Verse wie Honig fließen. Okay, got it. Ja, die ist verschlossen. Okay, ich habe jetzt Tagebuch 1 und 4 gefunden. Wo sind denn so 2 und 3? Have a look, Sunin. Ich sehe für den Fall nichts Auffälliges und auch nicht irgendwie Wölfe oder so. Oh, ein Wildschwein. Okay.
Ein Wildschwein und Steinkreise. Ha. Okay. I mean, muss ja wahrscheinlich irgendwo in der Nähe sein, gehe ich von aus. Also müsste ich ja eigentlich nur die Wölfe finden, I guess. Das ist ein Hirsch. Guck mal einer an. Die Wölfe. Wow. Okay. Eieiei. Ey, hör mal. Das war knapp. Aber ihr habt mir jetzt auch keinen Schlüssel gegeben. Ach so. Nee, lass es mal. Oh Gott. Das war keiner Lucky. Puh, fast wie bei Medieval, ey. Wildschweine, Wölfe, Fö. Mit unsicherer Hand beschriebener Zettel. Das erste Tor führt nach Trutheim, wo Thors Donner bis Ragnarök klingt. Das zweite Tor führt zu Freyas Volkfang, dort für die Guten der Schlachtmüde. Das dritte Tor führt nach Klatzheim, wo der Allvater seine Trinker willkommen heißt. Warum genau sollte ich hier die Fliegenpilze essen? Wait. Das sind ein paar mehr als drei, aber... Okay. Achso, ich muss, warte mal. Sie ist hier. Okay, mal statt ausruhen ist auch nicht.
1. 2. 1. Was ist er denn? Achso, das dritte ist jetzt lackabhängig, oder was? Ah ne, da. Vorher gar nicht gesehen. 3. Ich wollte sagen, das war jetzt ein Schatten. Widely and has traveled far will learn the scope of mankind's nature and discover common sense. Kinders, bitte esst niemals im Leben Fliegenpilze. Please. I'm begging. Schleichangriff. Was ist das? Fernkampfschaden. Und leichter Angriff. Könnte ich meditieren? Mit so der Helvet. Dann finde ich den Schlüssel eventuell. Schneller, vielleicht. I hope so. Das verlassen. Ich meine, ich kann noch. Ich kann mich um einiges neu umgucken. Ne? Ist ja noch. Einiges hier offen von der Map. Das ist nur ein Fuchs, kein Wolf. Ich denke mal, ich muss die Leichen von den beiden finden. Oder ist es von einem der beiden? Ah. Nett. Gut zu wissen, dass man hier einen Schnellreisepunkt clearen kann. Macht's mir einiges angenehmer, um ehrlich zu sein. Ich weiß, wir könnten den Weg jetzt auch reiten bis zum Landhaus, aber ich habe Angst, dass ich dann eventuell was übersehe. Also, was ich mir vorstellen könnte, ist halt, dass, weiß ich nicht, die halt im Moment irgendwie liegen. Oder ich was nicht verstehe. Und deswegen Schlüssel nicht finde. Ja, so nutzt man auf jeden Fall einen Brunnen. Ich hätte trotzdem gerne den Schlüssel. Blutige Sachen, oh, die helfen mir auch nicht. Macht da jemand? Okay. Wieso wir finden 1 und 4. 1 besagt König Harald, bla 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 Gedichte. Okay, I got you. Level 4 besagt. Wölfe, okay, sind auf meinetwegen gekommen. Ich höre sie an der Tür. Frage ist halt, bist du. Oh, halt. Bist du hier drin? Wenn ja, komme ich da. Ja, ich würde wahrscheinlich nicht reinkommen. Ja, das mit dem Schatz hab ich ja begriffen. Das ist nur Holz hier. Ist irgendwo Feuer. Ich meine, eigentlich unrealistisch, weil die ja schon was länger tot sind. Da. Ja, ich hab auch eine Fackel. Ich
kann ich jetzt zielen. Feuer hat eine interessante Engine hier im Game. Soll mal sagen, wie es ist. Wait. Okay. Das hat nicht funktioniert. Das funktioniert zwar so halb, aber auch nicht so ganz, wie ich es mir dachte. Und da ist aber nichts, ne? Oh. Wahrscheinlich nicht. Außer dass hier oben schon Büsche wachsen. Ha! Ha ha ha. Hm? Hier vielleicht im Gebüsch oder so. Nö, auch nicht. Das hätte auch gar nicht mehr aufhören will zu brennen. Aber cool auch, dass das der Schnee dann zu Wasser wird. Soll man sagen, wie es ist. Ich meine, ich könnte weiter versuchen. Wenn man die einmal geschmissen hat, kann man die mehr aufnehmen. Ja gut, dann halt nicht, ne? Kann ich? Ist das realistisch? Upala, ist das realistisch, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich ziele darauf und wenn ich es dann hinwerfe. Schade. Schade, schade. Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Also irgendwas verstehe ich hier drin nicht. Das, habe ich schon, das sehe ich, ja. Warte mal. What do you see? Oh. Ah. Okay. Ja gut. Hätte so einfach sein können. Bären essen. Nö, nö. Oh, die leben noch. Drei direkt davon. Renn mal nicht weg. Boah. Jetzt echt. You serious? Wolves. It must be the pack that Ordinir quarreled with. Jeder von sind zwei schon tot. Und der letzte meint. Oh. Ja, shit. Okay, der war jetzt, also der war jetzt immer schwieriger als der. Um ehrlich zu sein. He went to face them. Oh, okay, jetzt haben wir drei gefunden. Ernies Tagebuch 3. Ymir war gestern Nacht weg, aber nicht um zu fressen. Er verteidigte uns gegen die Dunkelheit, während ich schlief. Ich begrub seine Gebeine im Mondlicht, während seine Mörder ihr grausiges Todeslied heulten. Die Ränke von Haralds Hof sind eine verblassende Erinnerung. Ymir war ein guter Hund. Oh nein. Und treuer Gefährte. Ich bin allein, doch Wut brennt mir mit kalter Flamme. Er war einfach ein Hund. Ach, come on. I hate this. Ordinir, your worst fears realized. But your death will not be in vain.
Ja, man killt den ganzen Tag hier Tiere und so, es ist kacke, aber doch nicht süße kleine Wauzis, die anderen Leuten nichts tun, außer nur ihre Liebsten verteidigen. Jetzt muss schlagartig an Life is Strange 2 denken. Pieces by wolves. None remain on this island. I should leave this place. Aber interessant. Ich habe jetzt 3 gefunden, aber 2 nicht. Naja. Ich würde sagen, wir machen zuerst das große Ding da an der Seite. Wir gucken uns generell mal, was da so ist. Dann schauen wir mal. Ja, natürlich Führung übernehmen, was denn sonst? Nein. Hey, hold on, you. Ja, sorry. Rückwärts ausparken ist nie so cool.